So, und jetzt geht's weiter. Entschuldigung nochmal an die letzte Folge. Das war eine blöde Unterbrechung, aber ja, jetzt geht's weiter. Und ich bin mal leise. Infiltriere die Kinder des Atoms. Verschaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale, geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich besorge deine Erinnerungen, Dema. Die Kinder des Atoms konnten die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen hoffentlich nicht überwinden. Das heißt aber, dass du das jetzt schaffen musst. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Okay, gut. Ja, und wir müssen jetzt das Programm holen. Das ist kein Problem. Ich hätte auch zu denen hingehen können. Also ich hätte jetzt auch die Möglichkeit gehabt, wie man es zum Beispiel auch bei Skyrim hatte, mit einer Fraktion zusammenzugehen. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Kind des Atoms werde, von der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge, ihr habt das ja gesehen, als ich mit der verrückten Tussi da geredet habe und sie mir das angeboten hat, ja, mal schauen, ob das überhaupt geht. Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, wie wir sind. Gäbe es Arcadia nicht, wäre ich tot. Gar keine Frage. Okay. Erstatte Kasumi. Ach, Kasumi muss ich noch davon erzählen, okay. Aber bevor ich jetzt hier zu ihr hingehe. Es ist doch, vor kurzem ist doch da irgendwo da gestanden, dass ich die Werkbank da hier benutzen kann. Aber wo ist die hier, die Werkbank? Weil wenn ich auf Menü drücke, wo man normalerweise bauen kann, da kommt hier nichts. Das heißt, hier ist keine Werkbank. Ist die etwa in Verhaber oder was? Keine Ahnung, ich gehe mal wieder rein. Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, ja, wie wir sind. Hilft bei der Verteidigung von Dunkelwasser? Oh, das kann ich jetzt leider nicht. Das ist blöd, weil ich gerade hier in Verhaber bin. Das ist wirklich blöd. Oh, dann muss ich da wieder runtergehen von der Seite. Whoop. 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 Im Kreis. So. Und das Lustige ist ja, Dima hat jetzt gedacht, dass wir das herausgefunden haben. Also, er hat jetzt geglaubt, dass ich andere Leute gefragt habe. Aber in Wirklichkeit haben wir ja die drei belauscht. Aber ist ja egal, der hat jetzt gedacht, dass wir ja uns da erkundigt haben. Lustig. Kasumi. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seiner Erinnerung? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Kinder ist, ja. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt.
dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur... Das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Und dann, behalte, was ich finde, keine Sorge. Ich finde Dimas Erinnerungen. Dann können wir weitersehen. Viel Glück. 500 Kronkorken. Die ist aber reich, dieses Mädchen. Kasumi ist reich. Rich Girl. Wo du hingehörst. Abgeschlossen. Der Segen des Vergessens. Verschaffe dir Zugang zu Dimas Terminal. Hier kann ich immer noch nicht rein. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die Reise. Aber ich werde jetzt natürlich nicht gleich hier die Story zocken. Also hier gleich die Mission machen. Nein. Ich werde natürlich erstmal die, die Umgebung hier erkunden. Natürlich. Auch wenn hier der Nebel unterwegs ist. Und ich werde auch natürlich noch die anderen Missionen machen. Also, ich habe noch die Mission, dass ich den Verheiber-Bewohnern helfe. Das hier. Sprich mit Brooks. Hilf Case. Genau, das kann ich. Das muss ich auch noch machen. Aber das hier zum Beispiel. Beschaffe das Werkzeug oder eliminiere die wilden Ghoul. Das muss ich auch noch machen. Ja, ich würde mal sagen, ich mache das erstmal. Das ist noch weiter weg. Das ist, ja. Dann mache ich mal das hier. Eliminiere die Wellenkuhle. Das speichert eh automatisch. Gut. Und jetzt gibt es mal wieder ein bisschen Action. Ne? Die letzten Folgen waren ja wieder Laber-Folgen. Gut. Gehen wir mal dahin. Moment, da wird mir mehr angezeigt. Ach, das ist hilft bei Verteidigung von Dunkelwasserbaustelle. Ach so, das ist das. Das muss ich mal ausstellen. Zack, so. Hilf Captain Avery. Ja. Werde ich noch machen. Okay, es ist der linke. Das linke Quadrat, wo ich hin muss. Gut. Jetzt backt es wieder ein bisschen rum hier. Ich bekomme wieder Strahlung ab. Ich weiß. Amigo, ich weiß. Dass mir Strahlung nicht so gut tut. Uiuiui, immer mehr Strahlung. Mir strahlt die Sonne aus den Arsch. Yeah. Alles voller Strahlung. Alles voller Nebel. Genau, da sind wir eh vorbeigegangen, als wir mit dem Longfellow unterwegs waren. Den alten Knacker. Der mir jetzt sympathisch wird. Das sind Ghule, Tote. Und ist hier. Hier ist ein Scheißhaus. Kann ich rein? Ja, komm Leute, das muss ich gleich mal ausprobieren hier. Moment, Türe zu. Das stille Örtchen, so. Also. Oh. Oh. Cool, hier kann ich warten, nice.
So, fertig. Wo kann ich hier meinen Arsch aus abputzen hier? Blätter oder so? Nix. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist scheiße. Naja, egal. Bin ich halt ein bisschen braun. Okay, hier sind Skelette. Die Leute hier schauen nicht mehr so fresh aus. Der hier auch nicht mehr, der Kollege. Was geht? Ui, hier laufen sie schon rum. Zelt, schlafen. Ach cool, hier kann ich auch schlafen. Weiß. Das ist aber nice. Campingplatz von am Nationalpark. Im Um. Ich verlese mich immer. Entschuldigung. Hallo. Die Batterie von DualShock ist fast leer. Hallo. Auf Nummer wiedersehen, genau. Was sind die anderen Ghule? Hier? Tot. Tot. Gut. Tot. Tot! Gut. Ach, da ist einer am Scheißhaus. Hallöchen. Entschuldigung, dass ich sie gestört habe. Ah, ist auch wieder alles voll geschissen. Okay. Gut. Ja, dann machen wir mal zu. Mein Gott, wer hat hier die schöne Tür zerbrochen? Ach, der Kollege fehlt da noch ein bisschen. Ah, der ist auch tot. Gut. Right away. Right away. Gut, wir haben das hier gesäubert. So mache ich das. Wir können jetzt dann gleich hier, ich weiß, eine schnelle Reise machen nach Verhaber. Und es gibt natürlich, ja, jetzt gibt es natürlich wieder ein Folgenpäuschen. Und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und lasst wieder ein Däumchen nach oben da. Und ein Orbe. Und ein Abochen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Okay, peace. Bis zur nächsten Folge.